Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde FIFA 13 Ultimate Team. Diesmal spielen wir hier gegen den TM Bully, der hier zum YouTuber Cup das letzte Spiel in unserer Gruppe. Wie vielleicht die meisten mitbekommen haben, bin ich ja eigentlich schon draußen. Das ist hier nur das letzte Spiel und zwar gegen eine spanische Mannschaft. Sieht sehr interessant aus. Mit Falcao und Benzema im Sturm. Und Özil auch. Und auf jeden Fall das letzte Spiel in unserer Gruppe. Und ich hoffe, dass ich wenigstens das gewinne. Da unten steht es auch nochmal. TM for Bully. Okay. Link zum Kanal meines Gegners auf jeden Fall in der Beschreibung, wie immer. Und dann hoffe ich, dass es jetzt losgeht. Red Bull New York. Wappen. Okay, und los geht's. Mal gucken, wie das Spiel hier so läuft. Den habe ich. Oh, habe ich verloren, schade. Kann besser werden, auf jeden Fall, mein Passspiel. Sollte es auf jeden Fall auch. Was mache ich denn hier? Wow. Komm, spiel den Pass. Auf Schule. Und, der ist nicht drin. Nein, nein. Hau rauf. Yeah. Nachschuss ist drin von Reus. Huhuhuhuhu. Knapp, knapp, knapp. Brauchen wir uns nicht nochmal anschauen. Ich hätte auf jeden Fall schon den ersten mit Schule reinmachen müssen. Zum Glück hat der Nachschuss dann gesessen. Na. Na. Okay. Wow. Ach, Mist, hab ich verloren, schade. Na. Gut, gut. Zum Glück finden wir hier schon mal. Auf jeden Fall kein schlechter Gegner. Aber er macht hier auch ab und zu mal einen Fehler. Da wurde ich ganz kurz unterbrochen. Bin aber wieder da. Oh, es war ein Foul auf jeden Fall. Es gibt Freistoß. Ja, mal eine Variante hier probieren. Klappt ja sonst immer ganz gut, aber. So, mal gucken. Oh, Mist. Hätte ich da vielleicht noch ein bisschen weiter nach rechts justieren sollen? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall wollte ich erreichen, dass die Mauer schon gesprungen ist, damit meiner gut drüber segeln kann. Aber das ist ein wenig schief gegangen. Meiner. Meiner. Auf Müller. Gucken mal. Gucken. Der kommt nicht an. Schade. Naja, 1:0 auf jeden Fall noch. In der 19. Minute. Führen wir. Läuft auf jeden Fall schon mal recht gut, aber wir sollten uns nicht drauf ausruhen auf der 1:0 Führung. Denn wie man bekanntermaßen weiß, das gibt Ecke, kann sich so ein Spiel noch ganz schnell drehen. Hatte ich schon sehr oft. Und auf jeden Fall sollte man aufpassen. Gut. Auf Reus. Blaschikowski, komm, zieh durch. Ah, Mist. Da dachte ich, krieg den noch und kann den mitnehmen, aber. Oh, den habe ich. Ah, Mist. Na, habe ich den noch? Jo. Schön. Und. Ja! Perfekt kombiniert. Blaschikowski. Puh.
Gut, gut. Oh, das läuft doch schon mal deutlich besser als die anderen Spiele. Aber wer sich vielleicht noch an das zweite Spiel, glaube ich, war es, erinnert, da habe ich auch 2 zu 0 geführt und habe zum Schluss 5 zu 2 verloren. Also, es ist noch nicht vorbei. Und gut. Nope. Der kommt nicht durch. Ach! Mieser Fehlpass. Alles zur Stelle. Puh. Vertritt Neuer auf jeden Fall sehr gut. No. Raus aus dem Strafraum. Den habe ich. Auf Blaschikowski. Ach, Mist. Da kann er mir abnehmen und. Ah, ich bekomme den Einwurf. Habe ich zwar nicht so gesehen, aber gut. Ach, Mist. Na, was macht er? Den langen Pass spielt er nicht. Gucken, die Mitte geht da auch nicht. Er spielt über die Flügel. Versucht jetzt aber reinzuziehen. Den habe ich. Nein, Mann. Diese Fehlpässe. Ein langes Problem von mir. Oh, was ein Tor. Xabi Alonso. Hammer-Tor auf jeden Fall. Gucken wir uns vielleicht noch mal an. Na, nee, lässt er. Überspringt er. Gut. Alaba. Na, kommt der. Der kommt durch. Und. Oh, hau rauf! Mann! Hau rauf! Nein! Hau rauf! Hau rauf! Elfmeter! Ja! Ganz klarer Elfmeter. Boah, ey. Dreimal raufgeballert, gehalten, ey. Was für eine Fail-Sache hier. Schweinsteiger schießt. Mal gucken, ob Schweinsteiger auch trifft. Boah, schöner Schuss. Schön, schön, schön. Kann man auf jeden Fall sich freuen drüber. Gut, da dachte ich, es wird nochmal knapp. Aber das 3 zu 1... hat mir wieder ein bisschen Raum verschafft. Ja, Schweinsteiger kann den einfach reinhämmern. Ein sehr guter Elfmeterschütze auf jeden Fall. Und den habe ich. Solche Fehler sollte er nicht zu oft machen. Die können bitterböse bestraft werden. Aua. Es gibt Ecke. Schweinsteiger schießt. Ah, oh. Es gibt Abstoß. Huhuhuhuhu. Ach, sowas darf nicht sein. Ich hab den Ball echt ganz sicher und dann hau ich den direkt zum Gegner. So. Wieder nach vorne. Na? Schade. Dachte ich, ich bekomme den vielleicht irgendwie, aber. Naja, naja. Auf Piszczek. Na, schlechter Pass. Hätte ich lieber die kurze Variante wählen sollen. Na, da versucht er hier mit dem Durchlassen durchzukommen. Hat er nicht geschafft. Och, Mann, was? Kein Freistoß? Kein Foul? Naja. Hui. Na, nee, die Flanke. Oh. Blaschikowski hat es versucht. Mal gucken, meine Spieler sind nicht alle gerade so fit. Ich habe ein paar ein bisschen fitter gemacht, aber viele haben auch so nur noch knapp 80 Fitness zum Anfang des Spiels gehabt. Und da ist auch die Halbzeit. 3 zu 1 führe ich hier. Verdient, meiner Meinung nach. Durch 3 super Tore. Und natürlich, das Gegentor war auch extrem gut von Xabi Alonso. Auf jeden Fall eine spannende Partie. Gefällt mir richtig gut. Jo. Wie man an der Statistik gesehen hat, führe ich hier zurecht. Na. Auf Müller, komm.
Müller. Flanke. Kopfball. Oh. Den habe ich noch. Den habe ich noch. Den habe ich noch. Ach, Mist, da will ich vorbei. Das war, glaube ich, Schweinsteiger. Aufpassen. Felipe Santana ist schnell. Der ist sehr schnell. Gut, dass ich so einen guten Innenverteidiger habe. Und. Ah, aufpassen. Hau raus. Ey, hau den doch mal einfach da raus. Was? Jetzt klatscht Alaba noch hin. Oh, hat er gut gemacht. Aber der Verteidiger passt auf. Oder wer es immer war. Ich weiß jetzt gar nicht. Ich habe gar nicht genau drauf geachtet. Auf jeden Fall gibt es Ecke für den Gegner. Die er gut macht. Vorsicht, Vorsicht. Vorfall K.O. Ein sehr guter Kopfballspieler auf jeden Fall. Trotz seiner Größe. Und jetzt legt mein Gegner hier offensiv ein bisschen mehr an den Tag als vorher. Ach Mann. Kann ich mich nicht durchsetzen mit meinen Spielern. Huhuhu, aufpassen, aufpassen, aufpassen. Mann. Das hätte nicht sein müssen. Falcao macht den Anschlusstreffer zum 3:2. Huhuhuhu, da muss ich viel aufpassen. Sonst kann das hier noch knapp werden. Ach Mist, naja. Einwurf. Ach komm, spielen wir da die sichere Variante. Die uns hier auch ein bisschen Raum verschafft. Auf Müller. Ach Mist, der Trick klappt hier nicht. Klappt sehr oft eigentlich. So nochmal von innen auf außen zu ziehen mit so einer angetäuschten Flanke. Jetzt wieder auf. Achtung, 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 Achtung! Und der ist drin. Das ist unglaublich. Es ist unglaublich. 3:3 innerhalb von ein paar Sekunden. Der Adler nicht so gut ausgesehen. Da war er noch dran, nämlich. Oh, nicht jetzt auslaufen hier. Pischek. Ach man, dann wollte ich den Pass gerade spielen. Jo, das war klar, dass er das versucht. Zurück auf Adler. Ein wenig Sicherheit hier reinbringen. In die Defensive. Götze in der Mitte. Schweinsteiger. Den Risikopass. Na, der kommt nicht ganz durch. Den habe ich. Und komm. Nein, nein. Der prallt direkt zum Gegenspieler. Nee, nee, nee. Nee, 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 nee. Nein, ey. Boah, abseits. Glück gehabt, Glück gehabt, Glück gehabt. Ach, das war scheiße. Oh, das macht er sehr gut. Das macht er sehr gut. Boah. Aufgepasst. Ich hau den noch besser hier ganz nach vorne. Damit ich vielleicht kurze Zeit mal Ruhe hab hier. Na? Boah. 100%ige Chance. Durch Müller, glaube ich, war es. Naja. Ich muss die Chancen auch besser nutzen. So, Götze. Über außen mit der Flanke, die ich nicht schießen kann, weil der Gegner mich zu sehr stört. Na? Ach, Mann, da krieg ich den Pass auch nicht gerade hin. Jetzt hau doch mal irgendwie rauf oder irgendwas. Aber der Ball kommt wieder direkt zum Gegner. Ich muss aufpassen. Na, gut, danke schön dafür. Habe ich wieder ein bisschen Raum bekommen. Ich muss aber aufpassen, dass ich hier nicht gleich das nächste Gegentor mir fange.
Ey, aber ich bekomme ja auch den Ball nicht. Das ist auch ein bisschen Pech. Ah, nein, 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 nein. Oh. Erste Halbzeit lief so souverän. Und dann sowas. Aufpassen, Alaba. Aufgepasst. Alaba. Müller. Mann, diese Fehlpässe, ey. Ernsthaft. Oh, Błaszczykowski, warum bremst er ab? Warum? Warum bremst er ab? Das verstehe ich nicht. Er hätte noch so frei durchlaufen können. Ne. Oh, ey, das ist unglaublich. Jetzt zieht er richtig an. Erste Halbzeit noch so defensiv und überhaupt nichts gemacht, fast. Und jetzt haut er hier eine gute Offensivaktion nach der anderen raus. Mein Gegner. Oh, schlechter Pass. Da muss ich aufpassen, dass ich hier oben ein paar gute Offensivaktionen hinbekomme. Błaszczykowski, komm. Na, ah, er kommt nicht dran. Mann. Mann, no. Ach. Ey, da war Adler auch dran. Der hätte sonst nämlich auch gepasst. Was mache ich da? Der sollte eigentlich viel weiter rausgehen. Ja, er macht hier auch seine Tricks. Jetzt, ey, komm, jetzt hau doch mal. Ey, ich krieg den Pass nicht raus. Ich würde ihn ja auch gerne mal raushauen, einfach den Ball. Geht nicht. Irgendeiner steht immer direkt davor. Menschenskind. Jetzt, was ist denn das? Jetzt hau den Ball doch mal raus, Mensch. Ja, und genau in dem Moment ist hier Spielende. 3:3. Auf jeden Fall gehen wir hier raus aus dem Spiel. Verdient für beide Seiten, meiner Meinung nach. Jo, und dann verabschiede ich mich damit aus dem FIFA Ultimate Team YouTuber Cup. Mit einem Unentschieden. Ich hätte mir natürlich einen Sieg gewünscht. Aber das ist unentschieden auf jeden Fall. So wird es hier gezählt. Naja, und damit bin ich letzter in der Gruppe. Ich hätte mir wenigstens einen dritten gewünscht, aber naja. Gut, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Zack. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, und wie gesagt, bis zum nächsten Mal. Tschüss.